So, jetzt sind die Motoren gestartet. Beim Start die Systeme noch einmal automatisch durchgecheckt. Und dann bin ich mal kurz leise, damit Sie den Start hören. Wenn Sie das jetzt vor dem inneren Auge vergleichen mit einem Start von einem klassischen Hubschrauber, ich habe gerade gesehen, Sie haben sich teilweise direkt weiter unterhalten dabei, konnten sich gegenseitig zuflüstern und sich gegenseitig verstehen. Machen Sie das mit einem Hubschrauber, machen Sie das mit einem Flächenflugzeug. Das ist auch ein ganz klares Zeichen dafür, wie dieses Fluggerät, das wir heute sehen, ausgelegt ist. Es ist wirklich maßgeschneidert für den urbanen Einsatz, für den Flug im dicht besiedelten Gebiet, in lärmempfindlichen Gebieten. Da ist dieses Multirotor-Konzept. Das Fluggerät hier hat eine kurze Form, ist also recht handlich. Die Bodeninfrastruktur, Landeflächen, es entspricht einfacher. Oder auch in einem engen, kompakten Umfeld, in einem städtischen Umfeld tatsächlich fliegen und landen zu können. Ich fahre einen Plug-in-Hybriden zurzeit, der hat etwa die Hälfte dieser Leistung eingebaut. Das ist gar nicht so schlecht, mit 20 Kilowattstunden dieses Fluggerät fliegen zu können, in der Luft halten zu können. Auch mit diesem Fluggerät können wir bereits 20 Minuten sicher fliegen, mit unserem Testpiloten an Bord bei maximaler Abflugmasse. Unser Fluggerät, das wir zurzeit in Laa erproben, haben wir bereits oben dabei auf die Distanzen zurückgelegt, die wir sicher... Und gelandet.